Herzlich willkommen zur 14. Folge GD3 mit der Felix. Guten Tag. Guten Tag. So. Davon. Wollen wir mal auf Risiko gehen? Sieht wohl nicht so ausgezahlt. 1 Uhr morgens und alles in Ordnung. Ja, das macht absolut gar keinen Sinn. So, heute jetzt 12.000 Gewinn am heutigen Tag, damit ich Patrizia kaufen kann. Ich brauche nur 11.500, aber okay. Na dann. Kann ich jetzt nicht irgendwas hier zum Aufstieg machen? 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Nee, brauche ich Patrizia für? Brauche ich Patrizia für? Nee, brauche ich, ja, ich brauche halt überall Patrizia für, ne? Mhm. Ich bin bei Rangpunkt am schlechtesten einfach, ne? Boah. Dabei sein ist alles, oder wie war das? Ich weiß auch gar nicht warum. Wann wird das nochmal aktualisiert? Was genau jetzt als Rangpunkte? Ich glaube einmal um 0, einmal um 12 und einmal halt dann wieder um 0. Kann aber auch alle 6 Stunden sein, dann wieder um 6, wenn Glück hast. Aber um 12 auf jeden Fall. Punkte pro Titel. 3 Uhr morgens und alles in Ordnung. Da habe ich tatsächlich schon 20 Punkte dafür bekommen, aber man sieht einfach auf dem Dings überhaupt gar keinen Ausschlag da. Übel. Keiner gekauft, ne? Ich glaube, ich sage dem Urkarren. Ich verbiete jetzt meinem Urkarren komplett, dass er überhaupt irgendwas verkaufen darf. Ich schaffe es halt nicht so viel zu produzieren, dass überhaupt mal was im Lager übrig bleibt. Mhm. Das ist doch der Wahnsinn.
nicht mehr. Na gut, nee, dafür brauche ich halt das, müsste das Gebäude aufwerten. Na, ja, ich brauche halt unbedingt Patrizier. Nichts mehr. Warum? Alter, was ist denn im Moment mit Knochennadeln los? Alle wollen sie Knochennadeln haben. Freu dich doch. Auf, du lässt jetzt ab sofort 10 Stück im Lager drin. Ich muss hier ein bisschen auf Reserve produzieren. Oh, Bankrott. Ja, das ist doof. Bankrott ist. Ziemlich doof. Jetzt nicht, bitte. Ja, genau. Verkaufst du das? Verkaufst du das? Produziert davon doch mal nicht so viel. Hoffnung stimmt zuletzt, oder wie? Ich habe heute minus 800 verdient. Warum? Warum? Einfach warum? Wieso verdiene ich im Moment keine Kohle? Weil du Upgrades oder sowas vermutlich machst oder nicht? Ich habe nichts gemacht, nichts. Okay. Machen denn generell alle Minus oder macht das einer, der einfach, was weiß ich, gerade einkauft, der das, wo das Minus herkommt? Es kann ja sein, dass das dein neuer Bäckerei-Dingsens, irgendwas hat es neu gesetzt, glaube ich, als letztes. Backstube oder sowas hat es neu gesetzt. Ich will mal gucken, man wird jetzt gerade was eingekauft. Das da. Wo bist du? Wo bist du? Was hast du denn eingekauft? Du hast nichts eingekauft.
Trotzdem hast du 2000 ausgegeben. Ich werde wahnsinnig hier. Der kauft die Radwolle ein. Ja. Minus 700 Euro, ne, oder Gold. Ich muss irgendwie 12.000 zusammenkommen. Was habt ihr in der ganzen Zeit das gemacht? Ihr habt doch wohl jetzt nicht seit 4 Uhr morgens gerade mal eine einzige Tasche hier produziert. Offensichtlich ja schon. Sein. Offensichtlich ja schon. Oder es wird schon wieder Zeug verkauft oder was weiß ich. Oder die haben keine Ressourcen zum Arbeiten, was weiß ich. Doch, die sind durchgehend produzieren. Die können wahrscheinlich, also so viele Ressourcen wie die haben, können die auch die nächsten 2 Wochen noch durchproduzieren. Nicht einen einzigen Gold verdiene ich. Ich schwanke die ganze Zeit zwischen 0 und 500 rum. Und wieder bankrott. 600 minus. Auf einmal kommt gut plötzlich 5.000 ein. Vermutlich, weil irgendwer was verkauft hat, der gerade mit seinem Pferdekarren rumfährt oder was weiß ich. Wie gesagt, ich glaube, du verdienst gut Geld, bloß das erkennt man halt bei dir nicht, weil die Dinger ausgeben wie sonst was. Ja, da muss ja irgendwo, warte mal. Und doch hier irgendwo da. Du hast einen Gebäudewert von 13.000. 10.000, 1.000, 7.000, 6.000, Gebäudewert von 20.000, da ist die ganze Kohle, die Schachterei, 100, aber was ist hier so viel wert? Wert. Okay, das ist 400 wert. Das ist auch noch in Ordnung. 80 mal 18. Okay, der Hirschbraten. Das ist aber auch nur 3000 wert. Ja, und dann die ganzen Upgrades, die du gekauft hast. Ziehen ja auch beim Gebäudewert mit rein und das Gebäude grundsätzlich. Ich habe hier 3 Erweiterungen, 2-mal Arbeiter und 1-mal Verkaufslots. Mhm. Hier geht auch eine ganze Menge an Geld rein.
Obwohl, das täuscht aus. Auch nur 1000 knapp. Wirkt halt alles so, als ob ich hier nicht irgendwie Geld verdiene. Okay, ich habe auch kein Geld verdient, ich habe 1000 Euro Verlust gemacht. Jemand ist ja hat mal schon gekauft. Obst brauche ich 600 Gewinn. 2000 Gewinn. Gewinn. Die hauen so viel raus. Da ist auch nichts drin. Echt? Kundenzufriedenheit 0. Achso, das ist ja sogar. Kundenzufriedenheit 10. 10, 11, 10, 10, minus 15. Hm. Irgendwie sind sie nicht so ganz zufrieden mit meiner Bäckerei. Euer Ansehen ist gewachsen. Ja, genau. Nur mit Fixe Geld verdient oder was? Warum kaufst du 60 Schweine? Platziere keine Schweine. Was ist das hier zum geschärften Flug? Das ist dieser komische Rote da. Ja, schlau. Schweine lohnen sich preislich nicht. Bei weitem nicht. Weil es einigermaßen geht, wenn du es direkt verkaufst, aber du hast ja das Problem, du darfst erstmal Sumpfwurzeln kaufen und dann blablablub. Ja, was hat er so viele Schweine gekauft, obwohl ich gar keine Schweine brauche eigentlich? Ich habe nichts eingekauft. Ich habe 71. Was schön. Bankrott. Was? Jetzt Ratsbüttel, das war das Dimmeldimm. Ah, okay. Das Traurige ist, jetzt würde es dir super viel bringen, wenn du die Stufe hochgehen könntest, weil gerade Wachhauptmann drinne wäre. Aber leider geht's nicht. Warum ist das in der einen Ecke der Karte so dunkel? Ich dachte gerade schon gleich wieder Tag rum. Aber eigentlich nicht. Das kann doch nicht sein, warum verdiene ich denn eigentlich keinen Karten? Ja, weil deine Dinger halt auf Arsch viel ausgeben, die Tier 3 Gebäude. Und dann kommt irgendwann auf einem Schlag auf einmal plopp, was weiß ich. Und du speicherst ja auch nicht gerade wenig in deinen Gebäuden zwischen, soweit ich das im Kopf habe. Apropos, wo stehen deine Gebäude eigentlich? Auf der Seite, ja.
meine, du hast alleine in deinem Ding hier in der Bäckerei locker 4000 Taler drinnen liegen in dem Lager. Okay, Weberei ist leer. Und in dem anderen. Wieso ist die Weberei leer? Die Weberei ist nicht leer. Mir wird in der Weberei als verkauft nichts angezeigt. Okay, ich habe aber drei Tragetaschen und neun Handschuhe da drin aktuell. Wird mir wie gesagt nicht angezeigt. Aber frag mich nicht warum. Wobei ich mich ehrlich gesagt frage, warum die KI bei uns einkauft. Auf was hast du bei Brötchen, Hartkeks und so weiter und so fort in der Bäckerei die Preise, die Prozentzahlen? Das 5. Das heißt, bei Honigkuchen müsste das, warte mal. Was zeigt dir bei dir den Preis an für zum Beispiel Honigkuchen? 219 Wie finde ich ja viel? noch U219. 2,19, Alter. Ich habe das auf 105%. Normalerweise müsste das Ja, 105. deshalb wundert mich das ja. Was ich viel schlimmer finde, deine Hartkekse und Brötchen sind bei 330 fast beide, ne? 327 Hartkeks, 328 Brötchen. Also im Normalfall würde ich die ja nicht kaufen. Aber die KI tut es ja trotzdem Warte irgendwie mal. anscheinend ja Warte, zwischendurch. warte, warte, warte. Wo bist du? Von dir aus gesehen eigentlich einmal durch die Stadtmitte rüber auf der anderen Seite genau. So grob. Ein bisschen noch nach links halt dann weg. Da wäre eine Bäckerei. So, gucken wir mal. Auf was hast du Dings stehen? So wie du auf 105% eigentlich. Also müsste es wie bei dir 327, 328 theoretisch gesehen, aber ich habe halt nur Weizenbrot aktuell. So, Weizenbrot müsste dann bei dir. Bei 550 oder sowas dann, oder 80 oder irgendwie so die Richtung, oder noch mehr. Ne, 407 ist der Preis. Ach so, oder geht man nach dem oberen Preis? Es geht nach dem oberen Preis. So. Dann bist du bei 501, verkaufst du. Müsste ich, aber ich bin deutlich höher, aber die Schätzungsweise, Nein, wenn ich, nein, du bist bei 501. Warum ist denn der bei Weizenbrot so viel näher dran als bei den anderen beiden Sachen? Bei Was den anderen hast beiden Sachen bist du ja fast 80 weg bei von dem. Brötchen hast du wie viel? Ich habe bei allen 105 drin. Bei Brötchen verkaufst du zum Beispiel für 280, Honigkuchen für 227 und Hartkekse für 308. Ich habe bei allen konsequent 105% eingestellt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in meine Blockschuhe reingucken. Dies ist die Differenz zwischen dem Verkaufspreis eines Produktes und dem aktuellen Marktwert. Komisch. Warum ist denn das denn so eine. Ach, warte mal. Kannst du mal gucken, für was ich das drin habe? Den Honigkuchen zum Beispiel? Sekunde. Da. Warte, 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 Honig warte. gucken für 2,19. Warte, 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 warte. Ja, genau, 2,19. Sind 105%. Weil Honigkuchen zum Beispiel hier in der Stadt, wo ich gerade bin, 209 kostet. Also wird das aus der Stadt, aus irgendeiner bestimmten Stadt dann berechnet, oder wie? Ja, da wo die Gebäude stehen. Zum Beispiel in meinem Fall wäre es halt nördliche Vorstadt. Bei dir wäre es dann halt. Südlicher. Können wir mal finden. So, Südlicher. genau. Und jetzt kann. Ja, genau. Bei hier kostet mich Weizenbrot zum Beispiel 477. Genau, das ist klar. Honigkuchen kostet hier 216. Also richtet sich das einfach nach dem Standortgebiet, okay. Genau.
Das ist natürlich dann schwierig zu planen. So, du kaufst. Ja, ich weiß jetzt nicht so grob, was du da planen willst. So, du kannst halt einfach sagen, okay, dann ist das so oder was dann weiß ich so. Ich jetzt einfach überall was hin und da, wo der Preis am höchsten ist, da bringe ich kutschig das hin und verkaufst dort. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Also muss man in jeder Stadt. Das heißt, theoretisch gesehen macht es sogar fast teilweise Sinn zu sagen, okay, ich setze überall eine Bäckerei in jedes Stadtviertel rein und mach dann einen auf, oh, jetzt ist da gerade in der Bäckerei der, oder in dem Markt der Preis am allerhöchsten und fahr einfach alles dahin und lass es da verkaufen. Genau. Und da raus einfach da rein in den Dings, hier, wie heißt es denn, ins Verkaufslager und Gebiet. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, jetzt bin ich irgendwie leicht enttäuscht. Was hast denn du geplant, bei Handwerkskunst als nächstes zu machen? Oder erstmal noch gar nichts, weil du erstmal kein Geld verdienst. Ja, Gießerei wäre das nächste. Okay. Was ich halt so geplant habe. Aber ich komme ja nicht auf einen grünen Zweig. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein einigermaßen okayes System, wie ich mir das mache mit den Preisen und so weiter und so fort. Also was ich verkaufe und so. Wobei ich noch nicht so hundertprozentig weiß, wie ich das jetzt machen will mit zum Beispiel Produktion. Weil eigentlich will man ja im Normalfall mindestens wiederholende Produktion haben, wenn nicht sogar die manuelle, damit du es noch einfacher anpassen kannst. So. Aber dafür müsstest du gefühlt einen Excel-Spreadsheet die ganze Zeit nebenbei führen und gucken, was sich lohnt zu produzieren, so ungefähr, ne? Richtig. Deshalb habe ich auch schon bei den meisten Gebäuden, außer bei denen, die halt super einfach sind, wie die Obstbauernhütte, auf automatische Produktion. Ja, habe ich auch. Wobei ich glaube, das ist die einzige Hütte, die nicht auf automatisch steht. Wobei ich habe sie, glaube ich, sogar auf automatisch umgestellt letztens. Schön auch dieser Hirschbraten ist, das Zeug will keiner haben, ne? Leider. Okay. Dann würde ich sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.